In den heiligen Hallen des Ortsvorstehers von Wackernheim, Dieterberg. Wir sind heute wieder mal zu Gast bei dir in deinem schönen Wackernheim. Und Dieter, wie war das für dich? Sind deine Gewerbetreibenden auf dich zugekommen und haben Hilfe erbeten oder musstest du irgendwas managen jetzt in der Pandemie oder wie hast du sie unterstützt und konntest du da Unterstützung leisten? Also weniger die Gewerbetreibenden, die sicherlich das ein oder andere Mal mehr oder weniger, wenn man sich auf der Straße getroffen hat, eine Frage gestellt hat, wie kann man sich hinwenden, wo sollte man sich hinwenden, gibt es irgendwelche Programme? Die Stadt Ingelheim bietet ja einiges an Programmen an und dort habe ich dann Kontakte hergestellt oder auch mal Hinweise entsprechend gegeben. So, dass die Gewerbetreibenden weniger das Thema sind oder waren, vielmehr fällt einem schon schwer, bis hin, dass es auch emotional wird, wenn man unsere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger erleben muss. Das Thema Impfen, waren Impftermine ausgemacht, die wurden wieder zurückgezogen, andere hatten sich angemeldet, bekamen keinen Termin. Wiederum der Nachbar hatte einen Termin und war dann schon schneller dran. Das sind emotionale Themen, die einen schon sehr beschäftigen und das war auch mit ein Grund, warum vom TSV unser Thomas Großer spontan gesagt hat, wir helfen unseren alten Mitbürgern, die sind ja nun mal mit 80 plus zurzeit in der ersten Welle am Impfen dran. Wir fahren die ins Impfzentrum und bieten dafür unseren vereinseigenen Bus an. Und ich habe mich bereit erklärt zu sagen, ich helfe gerne dort, wo es gerade vom Alter her nicht die Technik gibt, wie ich könnte mich online anmelden und und. Und von daher waren wir doch sehr stark eingebunden. Das hat Spaß gemacht, war aber auch sehr viel Emotionales mit dabei. Wenn 80-Plus-Jährige am Telefon anfangen, ins Heulen überzugehen, weil, wie geschildert, die Termine nicht funktionieren, wieder abgenommen werden und so weiter. Das beschäftigt einen persönlich sehr stark. Und wie weit seid ihr jetzt in der Impfung vorangeschritten mit eurer älteren Bevölkerung? Ja, also es sind noch nicht alle durch. Wir sind immer noch dabei, Termine zu organisieren, zu strukturieren. Gerade heute Morgen wieder zwei neue Terminanfragen gestartet. Zwei Anfragen bekommen, ob der Bus wieder zur Verfügung gestellt werden kann, wofür sich der TSV, sprich der Thomas Großer, spontan wiederum zur Verfügung gestellt hat. Das ist Vereinsleben, das macht uns auch aus, dass vieles per Anruf geht und auch vieles funktioniert. Und das ist unterm Strich so ein Geben und Nehmen. Der Verein gibt, der Verein nimmt, die Gemeinschaft gibt und nimmt. Dieter, ich danke dir, dass wir wieder zu Gast sein dürfen bei dir im schönen Gerne. Wackernheim und wir werden noch spannende Filme einfangen von den Gewerbetreibenden und von den Bürgern, den einen oder anderen, den wir vielleicht auf der Straße noch treffen. Ja, das würde mich freuen. Das hat ja beim letzten Mal auch super gut geklappt. Und das hat heute noch Nachhall, unsere damalige, deine spontane Idee, das mal zu machen. Und ja, wenn man draußen auf der Straße ist, trifft man immer jemand. Das ist ganz, ganz fein. Also, wir sind unterwegs in Wackernheim und Jawohl. ihr schaut euch die Filmchen an. Wir freuen uns. Dankeschön. Danke dir. Kfz-Sachverständigenbüro, der Herr Gunther Schüler steht neben mir. Wir sind in Wackernheim und Herr Schüler, wie ist denn das in der Hallo. Pandemie? Ja, in der Pandemie haben wir natürlich ein bisschen weniger Aufträge, weil die Leute nicht mehr so viel Auto fahren. Viele sind im Homeoffice. Im Moment müssen wir gucken, wo die hin die Reise geht. Aber alles in allem können wir uns nicht beklagen. Also Unfälle passieren nach wie vor. Seit 26 Jahren fast bin ich jetzt hier in der Bachwiese selbstständig. Wir helfen Ihnen neutral, kompetent, Ja. unbürokratisch und für Sie kostenlos. Ja, also das Das hat. heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wer bezahlt Sie? Also, es ist im Prinzip ganz einfach. Leider wissen die meisten Autofahrer da nicht so gut Bescheid, weil man hat vielleicht nur einmal in seinem Leben einen Unfall und dann weiß man im Prinzip gar nicht Bescheid, wie man sich verhalten soll. Wenn man jetzt als einen Unfallschaden hat und ist nicht schuld,
Und dann sind die Ansprüche, die man hat gegen den Verursacher, die sind im BGB geregelt. Dann hat man einen gesetzlichen Anspruch gegen die Versicherung vom Verursacher. Ein Waffengleichheitsprinzip. Ja. Und demnach darf man sich seinem Gegner auf dessen Kosten auf Augenhöhe bringen. Und das ist auch unbedingt ratsam und sinnvoll, weil der Gegner ist dann die Versicherung und das ist ein Unternehmen, da geht es halt wirklich nur um Geld. Da gibt es keine Moral, keine Gerechtigkeit und keinen Menschenverstand. Versicherungen, die haben Sachbearbeiter und haben Gutachter. Und deswegen darf man sich bei so einem Schaden, für den man nichts kann, darf man sich auch einen Gutachter nehmen. Das sind wir dann im besten Fall. Ja. Okay. Wir sind dann neutral und schneiden dann unser Gutachten auch so nach den Bedürfnissen zu, wie es für den Kunden Sinn macht. Ja. Und aufgrund dieses Waffengleichheitsprinzips darf sich der Geschädigte auch einen Sachbearbeiter nehmen. Und da empfehlen wir dann in der Regel einen Fachanwalt oder eine Fachanwältin für Verkehrsrecht, die dann den Schaden für einen abwickelt. Und diese Kosten gehören zum Wiederherstellungsaufwand und werden von der Versicherung, von der gegnerischen übernommen. Ach so, ich kannte das immer so, wenn dann ein Unfall passiert ist, dass man praktisch seine eigene Versicherung einschaltet, dann sind ja oft die Versicherungen gegeneinander, also sozusagen, wer gleicht dir was aus? Und aber ich kann das tatsächlich, kann Sachverständigen dazwischen schalten und kann sagen, so neutrale Ebene. Genau. Also es gibt immer den Unterschied zwischen einem Kaskoschaden und einem Haftpflichtschaden. Der Kaskoschaden, das ist dann ein Schaden, den man selbst verursacht hat beim Vollkasko oder Brand, Diebstahl, Hagel, das sind Teilkaskoschäden. Ja. Da hat man, das ist eine Vertragssache mit der Versicherung und dann kann die Versicherung auch den Gutachter bestimmen. Ah, ja. Aber das ist eine Vertragssache. Und die Sachen, für die ich jetzt tätig bin oder für die ich gerufen werde, das sind immer Schäden, wo ein anderer schuld ist und man hat dann einen gesetzlichen Anspruch gegen den Verursacher. Und dann, sobald der Anspruch gesetzlich wird, darf man sich dann Gutachter selbst aussuchen und dann werden die Kosten übernommen und wir können dann unseren Kunden optimal beraten. Wenn die Schäden hoch sind, dann kommen Restwerte ins Spiel. Da gibt's dann, es kann dann sein, dass es einen Totalschaden wirtschaftlicher Totalschaden hat, das Fahrzeug. Ja. Also wenn man das der Versicherung überlässt, der gegnerischen, die Zahlen dann irgendwo festzustellen und dann hat man natürlich irgendwo schlechte Karten. Und kann viel Geld verlieren. Der Geschädigte im ersten Moment hat einen riesen Schock. Die Versicherungen haben heute ein Schadenabwehrmanagement. Die rufen einen sofort an. Jeder hat eine Karte von seinem Versicherer dabei. Mhm. Ja. Die gibt er dann seinem Kontrahent. Ja. Dann rufen die manchmal schon an der Unfallstelle bei der Versicherung an. Und die sagen natürlich erstmal, ja wunderbar, das machen wir jetzt. Wir machen alles für Sie. Aber das ist ja, das Fahrzeug gehört ja dem Geschädigten und er hat es bezahlt, das ist sein Eigentum. Ja. Und dann hat er auch laut Gesetz, man nennt das so, er ist der Herr des Geschehens bei so einem Fall. Und dann muss er auch seine Ansprüche stellen oder darf seine Ansprüche selbst stellen. Und dann lässt er sich natürlich nicht von seinem Gegner bestimmen, wie viel Geld er dafür zu kriegen hat. Wenn jemand einen Schaden an seinem Fahrzeug gehabt hat und er möchte es irgendwann mal verkaufen, und dann ist jeder Schaden offenbarungspflichtig. Und dann muss er das dem Käufer, dem muss er dann sagen, dass das Auto mal einen Schaden gehabt hat. Und dann ist natürlich der Wert niedriger, weil jemand dann weniger bezahlen möchte. Ja. Und das stellen wir auch fest, neutral. Und das kann man dann auch von der Versicherung mit einfordern. Halt, man hat, wie gesagt, so selten kommt es vor, dass man mal einen Unfall hat, zum Glück. Und dann ist man halt überfordert. Und dann kommen lauter Leute auf einen zu, die, also da fließt Geld. Und es sind lauter Profis, außer dem Geschädigten selbst. Ja. Und jeder will entweder nichts bezahlen oder so viel von dem Geld haben wie möglich. Ja. Und wenn er zu uns kommt, und dann können wir vorher eine Expertise machen, wo die Werte draufstehen, der Wert des Fahrzeuges vor dem Unfall, nach dem Unfall, die Reparaturkosten, die merkantile Wertminderung. Da gibt es, wenn man keinen Mietwagen nimmt, gibt es eine sogenannte Nutzungsausfallentschädigung oder die Dauer der Reparatur. Das sind alles Zahlen, die dann für die Schadenregulierung zwingend notwendig sind. Und das machen wir ganz gewissenhaft. Und dann hat man eine gescheite Grundlage für eine gute Schadenregulierung. Dann hat die Versicherung lediglich den Vertrag zu erfüllen, den sie mit ihrem Versicherungsnehmer gemacht hat. Also sonst den nichts. Schaden auszugleichen. Ganz genau, sonst nichts. Ja. Und in dem Vertrag steht drin, die müssen berechtigte Ansprüche bezahlen und unberechtigte Ansprüche abwehren. Einfach mal sich auch einen Rat holen und das macht dann wirklich Sinn und
wir haben es gern so, dass wenn die Leute dann bei uns waren, dass die dann sagen, okay, boah, gut, dass ich bei dem war. Sehr gut. Also. Und dann weiterempfehlen, ja. Sehr fein. Davon leben wir und das funktioniert. Das ist also. Fantastisch, Herr Schüler. Ich bin begeistert. Ich habe das alles nicht gewusst, was Sie mir eben im Moment erzählt haben. Wackernheimer Hof, Umut Demir. Genau. Steht neben mir. Wie ist es gelaufen jetzt mit euch? Die Gastro steht ja wirklich im Moment so auf der Kippe zu sagen, wann öffnen, wie öffnen, was öffnen, ja, drinnen, draußen. Also ihr seid ja ein bisschen auf dem Pulverfass unterwegs. Vergessen. Bisschen vergessen. Ja. Aber wie läuft's? Ihr habt einen Lieferservice. Wir haben Lieferservice. Also den ersten Lockdown, der war schwer. Zweiter Lockdown haben wir auf Lieferando umgestellt. Das ist ein Online-Portal, wo man online bestellt. Und ich muss sagen, wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Weil das trägt auch schon viel dazu bei, ne? Ich glaube, mittlerweile glaube ich, der Kunde würde alles mitmachen, wenn er nur raus dürfte und wenn er wieder in die Gastro könnte. Oder was klar. ist eure Erfahrung jetzt? Ja, ja, klar, das sowieso. Ich höre das ja auch von unseren Gästen, ne, alle. Mhm. Die wollen alle wieder kommen. Das ist ja was anderes, wenn man vor Ort ist, wie das zum Mitnehmen-Geschäft, ne? Mhm. Aber wenn die Öffnung jetzt kommen würde, ja, also wenn es jetzt heißt, tatsächlich, du darfst, ich sag mal, 20 Plätze draußen besetzen, würdest du es machen unter der Auflage oder würdest du sagen, nee, dann lasse ich auf jeden Fall noch ein bisschen zu, bis ich wieder alles nutzen darf. Ich würde es schon gern machen, wenn das Wetter mitspielt, ne? Weil wir haben nicht so eine isolierte Terrasse, sag ich mal. Ja, und wenn nicht überdacht. Überdacht auch nicht, ja. Und das alles in einer kurzen Zeit hinzubiegen, das kostet auch Haufen Geld, ne? Also bis jetzt können wir bestellen im Wackernheimer Hof und zwar an allen Wochentagen oder machst du das mal am Wochenende? Wir haben montags Ruhetag, Dienstag sind wir ab 17 bis 22.30 Uhr geöffnet, mittwochs bis Sonntag haben wir 11 Uhr bis 14.30 Uhr. Ach echt, habt ihr auch den Mittagstisch genau, dabei? Genau, mittags ist auch dabei. Und dann, wie gesagt, bis 14.30 Uhr, dann ab 17 bis 22.30 Uhr, mittwochs bis sonntags. Wir wissen nicht, was noch kommt, ne? Ob es ein Ende ist oder ein Anfang, steht in den Sternen. Also wir drücken ganz fest die Daumen natürlich für den Anfang und nicht für ein Ende, ja. Für ein Ende der Pandemie und den Anfang ins neue Geschäftsjahr. Vielen Dank, dass wir herkommen. Ich habe zu sagen, ich würde mich noch gerne bei all unseren Gästen bedanken für die Unterstützungen. Ja, unbedingt. Ja. Alle fleißig bestellen und die Treue halten. Also wirklich, wir müssen ja alle zusammen durchhalten, sonst klappt es nicht. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ne? Das ist wahr. Heutzutage. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne, ich habe zu danken.